Herzlich willkommen auf der Testlaser und heute, Lidl gibt es gerade vom Parkside Zahnschlösser für 3,99 und die habe ich hier und die gucken wir uns heute mal an. Warum Zahnschlösser? Was ist das? Und es geht heute einmal um die Zahnschlösser, die wir testen wollen und dann geht es auch noch um die HW35. Da ist mir ein sehr, sehr doofer Unfall passiert und ich möchte euch da so ein bisschen mitnehmen. Vielleicht interessiert es dem einen oder anderen ja auch. Das gute Stück ist bei mir immer noch hier in dieser Tasche, die ich geholt hatte. Und jetzt ist mir was Dummes passiert. Und zwar wollte ich den Matchabzug einstellen und hatte den falschen Schraubenzieher mit. Ihr müsst, wenn ihr an so einen, ja, an euren Schätzchen, sag ich jetzt mal, dran rumschrauben wollt, solltet ihr richtiges Werkzeug benutzen. Ganz wichtig, war mir auch bewusst und war mir auch klar. Jetzt ist es so, ich wollte den Matchabzug einstellen und habe den falschen Schraubenzieher mitgehabt. Und zwar habt ihr hier bei dem Schraubenzieher so eine Rillen, seht ihr die? Und ihr solltet bei den Schlitzschrauben, die ja meistens auch bei den Gewehren verwendet werden, den richtigen Schlitzschraubendreher haben. Mein Fehler war, ich habe den falschen mitgenommen, der sieht ähnlich aus wie dieser, ist nur ein Tick kleiner. Und ich hole das gute Stück mal raus und zeige euch das. Und da ist mir nämlich folgendes, oh, das ist so ärgerlich. Ach so, einmal kurz geguckt wegen den Schlössern. Wir haben ja jetzt hier so unsere Art Verriegelung und würden jetzt hier unsere neuen Zahnschlösser passen. Das testen wir jetzt mal aus. Ja, passen perfekt. Ne? Sind super. Und ja, das ist natürlich günstig, aber das ist ein Tick besser. Und für 3,99, weil das ist wirklich so ein günstiges Billigschloss. Und das hier scheint wirklich ein bisschen besser zu sein für die ganze Geschichte hier. Auf jeden Fall für den Preis von 3,99 zwei Stück. Auf jeden Fall hochwertiger und besser. Ich habe meine anderen Schlösser alle mit Schlüssel und das nervt nach einer Zeit. Deswegen rate ich euch ab, holt euch bloß keine Schlösser mit Schlüssel. Das nervt. Holt euch lieber ein Zahnschloss. Da braucht ihr nicht so viel mitschleppen. So, jetzt zeige ich euch, was das Problem bei meiner kleinen Süßen passiert ist. Und zwar, mein Abzug gefiel mir nicht und ich wollte ihn einstellen. Und zwar hatte ich probiert, den härter zu machen und hatte die Schraube reingedreht. Mit dem richtigen Schraubenzieher ist das nämlich auch kein Problem. Seht ihr? Und dann müsst ihr auch gucken, dass hier richtig schön reingeht in die Kerbe. Und dann könnt ihr hier drehen, ohne dass was passiert. Es ist wichtig, dass ihr auch mit dem Schraubenzieher ganz reingeht. Und dann könnt ihr drehen. Und dann passiert auch nichts und könnt den Abzug einstellen. Jetzt ist aber Folgendes passiert. Jetzt hatte ich den falschen Schraubenzieher dabei. Vielleicht kann man es sehen. Ne, kann man nicht sehen. Zeige ich euch gleich. Da ich das ganze Gewehr eh umbauen werde und es verändern möchte, also sprich den Abzug und auch den Einstellweg ändern möchte, muss ich das Gewehr eh auseinandernehmen. Und da gebe ich euch echt den Tipp, nehmt einen richtigen Schraubendreher. Hier, den hier hätte ich mitnehmen sollen. Ich dachte, ich hätte ihn dabei gehabt. Ich hatte leider den falschen. Für die große Schraube zum Beispiel nehme ich einen etwas größeren, die wir hier vorne drin haben. Und achtet auch immer, dass euer Schlitzschraubendreher perfekt drin sitzt. Ich zeige euch das mal. Weil mit richtigem Werkzeug macht ihr euch einfach keine Macken in die Schrauben. Ihr müsst echt gucken, dass euer Schlitzschraubendreher auch perfekt hier reinpasst und greifen tut. Er darf nicht zu schmal sein, weil wenn er zu schmal ist, ist die Auflagefläche für die Schraube zu gering. Und die Schraube gibt nach und vernudelt ihr euch die Schraube. Ja, deswegen immer den richtigen Dreher benutzen. So, ich baue jetzt erstmal das Fernglas kurz ab. Und dann zeige ich euch gleich, was hier leider passiert ist. Sehr ärgerlich. Werkzeug, ich benutze eigentlich immer sehr hochwertiges Werkzeug. Hier auch diese Imbusdreher zum Beispiel von Via. Und vermeide eigentlich Billigwerkzeug an meinen Autos und auch an meinen Gewehren zu vermeiden. Weil damit macht ihr euch einfach nur die Schrauben kaputt. So. Jetzt nehmen wir den großen und drehen die Schrauben hier am Schaft raus. Wenn ihr merkt, dass euer Schraubenzieher Luft hat, wie hier jetzt, nimmt noch eine Nummer größer. Bei der Schraube hier hinten müsste es passen. Ja. Und schön mittig, richtig schön reindrücken und rausdrehen.
dann passiert euren Schrauben einfach nichts. Und für die große hier nehme ich noch einen etwas größeren. Da habe ich nämlich noch einen größeren. Da habe ich das gute Stück. Und wichtig, ich habe hier so Laserzacken in der Klinge. Die sollen verhindern, dass man abrutscht. Hier auch wieder mittig von der Schraube gehen. Und zack. Und dann ist es nämlich gar kein Problem, diese abzuschrauben. Und dann könnt ihr auch nicht abrutschen. Ich gebe euch auch den Tipp, vorsichtig den Schraubenzieher mit beiden Händen zu zentrieren, weil wenn ihr abrutscht und das geht ins Holz rein, wäre das einfach zu ärgerlich. Egal, ob das Gewehr jetzt 300, 700 oder 600 Euro kostet. So. Und somit haben wir den Holzschaft ab. Ich wollte nämlich hier auch nochmal das Holz innen drin pflegen. Wie ihr seht, ist hier nämlich kein Schutz. Der geht nämlich nur bis zur Oberkante. Und ich wollte nämlich nochmal gerne mit dem Schaftöl hier alles innen drin pflegen und schützen. Und das werde ich auch nochmal nachträglich machen. Ich habe da den Schaft übrigens schon einmal eingeschmiert und eingepflegt. Und sieht sehr gut aus. So, jetzt haben wir das Gewehrinnere. Hier wollte ich auch noch mit diverse Schmierpunkte machen. Und ja, hier ist unser Problemkind, was passiert ist. Ihr seht es vielleicht. Oh, ärgerlich. Ich sehe aber auch gerade, dass hier bei mir, dass es hier verbogen ist. Das sieht echt übel aus. Und verhindert, dass die Schraube, ich nehme jetzt einen etwas größeren. Nee, die Schraube ist schon zu sehr demoliert. Wahnsinn. Die Schraube ist schon zu sehr demoliert. Alles andere ordentlich wegpacken. Krass. Ja, ich muss die Zapfen rausholen. Und ihr könnt sehen, dass hier an den Zapfen ja, die Stifte reingetrieben worden sind. Jetzt gucke ich gerade mal wo. Ah, okay. So rum. Das heißt, wir hauen sie auch so wieder raus. Und merkt euch, welchen Stift ihr raushaut. Und legt den Stift genauso hin, wie ihr ihn rausgeholt habt. Das ist mein Tipp, weil die Stifte sind konisch. Und setzt den Stift dann auch so wieder rein. Das ist einfach nur mein Tipp. Wenn hier drauf gehauen worden ist, sind die Stifte so reingetrieben worden. Das heißt, um sie rauszutreiben, müssen wir sie so raushauen. Das Gewehr ist gut fertig. Ich nehme jetzt hier mal meinen Lappen und schmiere das mal hier ein. Wir hauen die Stifte also jetzt so raus. Ja, weil hier sind keine Schlagbolzen oder nichts zu sehen. Und wir schlagen die so raus. Ich habe mir dann den Korn rausgesucht und ich weiß nicht mehr, wo ich den hatte, den musste ich erstmal raussuchen. Damit konnte ich die Stifte dann rausholen. Der Gummihammer war ein bisschen zu weich. Ich habe hier noch einen etwas härteren Schonhammer gehabt und damit ging das dann. Ich wollte da jetzt auch nicht mit Metall draufhauen. Und wie ihr seht, habe ich die Stifte rausgekriegt. Ich lasse die Stifte aber so drinne. Die bleiben jetzt hier so drinne. Ich kann, ja, vorsichtig, wenn ihr das, wenn ihr die Schusseinheit oder beziehungsweise dem Rekordabzug hier rauszieht, dann kommt euch auch die Sicherung entgegen mit einer kleinen Feder. Das ist getrennt. Ich zoome euch mal näher ran, dann könnt ihr das genau sehen. Hier, das ist so eine kleine, hier ist so eine kleine Feder drauf. Das kommt euch entgegen. Das müsst ihr später, wenn ihr die Sicherung haben wollt, wieder reinsetzen. Dann natürlich euren Abzug hier wieder korrekt in die Löcher einfügen. Und dann müsst ihr die Sicherung so reinsetzen, dass die hier drinne bleibt. Und dann die Stifte wieder durchmachen. Ja, da ich bei mir die Einheit hier aber überarbeiten möchte, beziehungsweise mir das hier komisch auffällt, das ist so, seht ihr, das ist so eingebogen, sieht irgendwie nicht gut aus, würde ich gerne das wieder zurückbiegen, weil dadurch lässt sich die Schraube extrem schwer drehen und es sieht mir so aus, als hätte man hier irgendwie einen Schlag drauf gegeben, warum auch immer. Das ist auf jeden Fall der Abzug. Ihr seht hier, er ist gespannt. Und zwar können wir hier jetzt, wenn ich jetzt hier dran ziehe, der ist ganz raus, haben wir jetzt hier den Vorweg. Und dann, zack, den Abzug. Und dann löst er hier aus. Und das können wir einstellen mit der Schraube. Und spannen tun wir den ganzen, indem wir den wieder reindrücken. Zack. Und dann ist das, als wäre das Gewehr wieder geladen. Und wenn wir dann wieder ziehen, zack, dann lockert er sich. Das geht natürlich so leichter, als wenn hier jetzt, sag ich mal, Druck drauf ist. Also wenn wir hier, ja, ihr seht das, das löst sofort aus. Zack, wenn jetzt hier Druck drauf ist, dann ist der Abzug natürlich schwerer. Und dann, zack, ne? Ja, so, jetzt habe ich die Schraube hier.
Und die lässt sich bei mir auch ganz schwer drehen in das Gewinde hier, wo was da vorgesehen ist. Und deswegen hatte ich, also ich hatte nicht nur den falschen Schraubenzieher, sondern auch hier, ja, jetzt löst auch aus gerade, hier ist noch eine kleine Feder, auf die müsst ihr aufpassen, dass die da richtig drinne sitzt. Und zwar genau auf diesen kleinen Hebel, das seht ihr dann, wenn ihr das auseinander nimmt. Und ja, hier sehen wir auch schon Gewindereste von unserer Mutter. Guck mal. Seht ihr das? Das heißt, irgendwie läuft das bei mir hier nicht richtig. Und das ist auf jeden Fall nicht in Ordnung so. Und das kommt, ja, die Mutter müsst ihr auch aufpassen. Das ist die, die hier drin sitzt. Die ist von der Schaftschraube hier, beziehungsweise von dem Griff hier, die kleine. Pass auf, dass ihr die nicht verliert. Auf jeden Fall ist das Ding hier bei mir verbogen. Vom Werk aus finde ich ein bisschen schade. Seht ihr das? Ist da so ein bisschen abgebogen. Verbogen. Und dadurch lässt sich die Schraube so schwer rein- und rausdrehen. Und ja, eventuell ist das sogar ein Garantiefall. Weil, guckt euch das an, meine Schraube ist komplett abgenudelt. Ja, war einmal der falsche Schraubendreher, aber auch jetzt, wo ich den richtigen benutze, lässt sich das Ganze hier sehr schwer reindrehen in die Öffnung. Also es lässt sich wirklich sehr schwer hier reindrehen. Also extrem schwer, also wahnsinnig schwer. Ich spann mal. Jetzt drehe ich mal rein. Das geht so schwer. Wahnsinn. Ja, gar kein Vorwiderweg mehr. Ah, da war zu weit drin, ne? Okay. Naja, die Schraube muss ich tauschen und den Abzug will ich auch tauschen. Und ich sehe, der ist hier genietet. Da muss ich mal gucken, ob ich das so leicht rauskriege. Weil den Abzug habe ich mir auch in einer anderen Farbe geholt. Und ich sehe gerade, wie der hier drinne sitzt. Den werde ich auch rausholen. Ich warte jetzt, bis die Teile da sind. Auf jeden Fall ärgerlich hier bei mir, das mit dieser Kante. Sieht nicht schön aus. Ansonsten funktioniert er gut, muss ich sagen. Ich habe ihn jetzt so eingestellt, standardmäßig wie er ist. Wir haben den leichten Vorweg, den wir hier übrigens auch noch einstellen können. Und dann das Abzugsgewicht, zack, und dann löst es aus. Ja gut, ich schalte wieder ein, wenn die Ersatzteile da sind. Und das ist erstmal bis jetzt hier der aktuelle Stand. Wir sehen uns ja dann gleich wieder. Liebe HW-Freunde da draußen, das sind die alten Teile. Und ich habe auch den Griff mit abgemacht, wie ihr seht, den Abzug. Hier ist die kaputte Schraube. Und ich habe mir das Teil jetzt mal zu Herzen genommen und habe gesehen, dass das hier leicht runtergebogen ist, aber mit dem Gewinde übereinstimmte. Jetzt habe ich so gebogen, dass das mit dem Gewinde wieder besser fluchtet. Wie wir sehen, sieht das ganz gut aus. Und die neuen Teile sind da. Und diesmal müssen wir halt eben sehr vorsichtig sein. Ich habe mir dann auch gleich den Abzug mitgeholt in der passenden Farbe. Die Verarbeitung ist wirklich, ja, ist eigentlich der gleiche Hebel, nur vergoldet. Ist wirklich eins zu eins das gleiche und hat sogar hinten die gleiche Verarbeitungsmenge. Aber egal, ich habe ihn in Gold, perfekt. Und hier die Stellschraube auch. Das Ganze soll vergoldet sein. Und ja, ist mir jetzt nicht so wichtig. Für die vergoldete Schraube habe ich, glaube ich, 1 Euro mehr bezahlt als für die unvergoldete. Ja, das teuerste war hier der Hebel, der Abzug. Aber ich dachte mir, ey, wenn schon, denn schon. Ne? Hier wird nicht gekleckert, hier wird geklotzt. So, ich zoome noch mal ein bisschen weiter ran. Den Hebel hier, den Abzug, den werde ich gleich für mich einbauen. Weil ich da die Stange wieder reinkloppen muss und das wird ein bisschen laut. Dafür habe ich hier meinen kleinen Amboss.
Den habt ihr jetzt gerade gehört, aber nicht, seht ihr nicht. Da klappe ich das Ding gleich wieder rein, weil dann muss hier nämlich der Stift mit der Nut wieder ordentlich fluchten. Da habe ich hier extra mein Werkzeug. Und dann werde ich mit dem Körner einfach den Splint ein bisschen aufkörnen, dass er sich wieder verteilt. Genau. Das mache ich eben kurz für mich. Und ich schalte dann gleich wieder ein, wenn wir die Feder reinsetzen. Dazu gehört auch noch die Stellschraube wieder reinsetzen. Diesmal mit dem richtigen Schraubenzieher. Oha, die ist schmaler. Durch das Gold haben wir eine sehr kleine Auflagefläche. Ja. Aber das wird schon klappen. So, ich mache mir jetzt eben mal gerade hier den Abzug. Bis gleich. Der ist wieder drinne und der Stift sitzt auch. Das passt. Dann müsst ihr halt eben mit dem Körner von der anderen Seite durchkloppen und so, dass der Stift sich danach nicht mehr großartig bewegen kann. Er hat hier noch minimal Spiel, rutscht aber nicht mehr rüber. Genau. Jetzt setzen wir die Feder ein und hoffen, dass die goldene Stellschraube nicht vernudelt. Und hier müsst ihr aufpassen, hier innen drin ist so ein kleiner Haken. Den versuche ich gerade mal zu holen. Da ist so ein kleiner Haken. Da muss die Feder drauf. Zack. Dafür einmal entspannen. So. Genau. Jetzt sitzt sie drauf. Das seht ihr auch. Da ist so eine kleine Nase innen drin. Und jetzt vorsichtig die goldene Schraube reindrehen. Und die müsste eigentlich ohne Probleme. Das Gewinde ist total im Eimer bei mir. Seht ihr das? Ich kriege die kaum reingedreht. Also ohne großartigen Kraftaufwand wird das nichts. Oh, das stört mich tierisch. Jetzt hoffe ich, dass ich mit dem kleinen flachen Schraubenzieher hier kein Problem mache. Ah, jetzt geht's. Und ich werde sie so lassen. Perfekt. Beides wieder repariert. Und die Schraube ist wieder heil. Oh, sauber. Jetzt werde ich mal kurz gucken, ob mir der Abzug so gefällt. Dafür symbolisieren wir mal kurz das Laden. Zack. Na. Na, will er jetzt nicht, oder wie? Zack. Und Vorweg. Okay, den Rest werden wir erst feststellen, wenn es eingebaut ist. Für den Einbau müssen wir das Ganze einmal sichern. Also ihr müsst den Stift reinstecken. Ich hole mal das Gewehr. Und jetzt vorsichtig, also wenn ihr nochmal in die Stellschraube geht, vorsichtig. Nehmt den richtigen Schraubenzieher. Wie gesagt, ordentliches Werkzeug hier nehmen. Ihr seht, der ist zu breit geworden. Ihr müsst dann schmalen. Also ich werde auf jeden Fall jetzt in Zukunft einen ordentlichen Schraubenzieher nehmen. Das war mir eine Lehre. Und jetzt habe ich meine HW aber auch noch für mich personalisiert mit goldenen Abzug und goldenen Einsteller gegenüber den silbernen. Ich hätte die beiden Komponenten noch weiterhin benutzen können, ohne Probleme. Aber ich wollte einfach nicht mehr die ganze Zeit auf diese Schraube gucken, die völligst im Arsch ist, wie ihr seht. Und auch das Gewinde hat ein bisschen gelitten. Ich werde die Sicherung rauslassen. Dann habe ich hier noch was richtig Geiles. Und ich zoome mal raus. Dann habe ich hier noch Reinigungspropfen geholt zum Durchpusten einmal. Aber jetzt holen wir erstmal das gute Stück hierher. So, und bevor wir jetzt zu den Schrauben kommen, gucken wir mal kurz was. Ich habe das hier eingewickelt ordentlich. Weil ich das Ganze für ein anderes Video noch eingeschmiert habe. Wir haben hier unten die Schaftschraube, das ist diese hier, die durch den Schaft verschraubt wird und dadurch der Holzschaft vorne hier festsitzt. Aber jetzt habe ich ja was anderes gekauft, und zwar das schöne Ding hier. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Da ist zwar noch ein Sprengring mit dabei, aber den brauchen wir vielleicht nicht. Müssen wir mal gucken. So.
Ja, ihr seht, könnt eng werden, könnt echt eng werden, aber na. Aber es passt und das ist wichtig, dass diese Öse passt, weil das werdet ihr später sehen. Echt genial. So, jetzt machen wir erstmal so, dass ich hier einmal kurz die Tücher abnehme. Ja, ist immer noch alles schön eingeölt durch das Video. Und jetzt setzen wir hier einfach unsere Mechanik wieder rein. Und bei mir hat sich leider durchs Austreiben der Stifte, die hier noch drin sind, hat sich der hintere Teil ganz leicht gedreht. Ich versuche das mal zu zeigen. Könnt ihr das vielleicht sehen? Ja. Da vielleicht, wo sie übereinstimmen. Ihr seht, ihr könnt das auch an der Schiene oben spüren. Hier, da hakt es jetzt. Das kommt, weil ich halt die Stifte so ausgetrieben habe und das ganze Teil hat sich, ihr seht, das sind zwei Teile. Und dieses Teil hier hat sich komplett einmal ganz leicht rübergedreht. Das wird sich jetzt hoffentlich wieder zurückdrehen, wenn wir jetzt die Abzugseinheit einbauen. So. Wie gesagt, ich mache ohne Sicherung. Muss jeder wissen, ob er das mitmachen will oder ohne. Mich nervt die Sicherung tierisch. Jetzt gibt es folgenden Trick. Um hier die Löcher zu treffen, nimmt ihr einfach einen Schraubenzieher. Ich weiß, das mit dem Tuch ist ein grauenhafter Kontrast fürs Video. Geht aber nicht anders. Jetzt nimmt ihr fürs Eintreiben der Stifte wieder einen Imbus, der genau die Größe hat. Bohrer könnten hier helfen. Ich glaube, es ist der Vierer. Ja, der Vierer. Nice. Der Vierer hilft hier bei der Zentrierung. Und zwar Loch und den Bohrer durch. Ne? Natürlich den Bohrer mit der Rückseite durch. Lasst euch hier ein bisschen Zeit. Jetzt der Bohrer durch. Und der Bohrer schlägt jetzt hier an. Und jetzt treibe ich den Stift wieder rein. So macht ihr das. Bis gleich. So, nachdem ihr die Stifte wieder reingetrieben habt, vorsichtig mit euren Körner, nicht, dass ihr abrutscht, ist mir hier wirklich sehr gut gelungen, muss ich sagen. Also echt top. Ne? Passt auf, dass ihr nicht abrutscht. Es ist jetzt so, dass wir jetzt den Hebel wieder entspannen. Zack. Und jetzt müssen wir das Luftgewehr testen. Ich nehme hier die Propfen, um nicht leer zu schießen. Wir müssen ja gucken, ob das Ganze funktioniert. Deswegen nehmen wir hier die Reinigungspropfen und können gleichzeitig auch den Lauf reinigen. Was bei einem Luftgewehr eigentlich, ja, ich will halt nicht leer schießen. Das hat mit dem Bohrer übrigens wunderbar funktioniert als Führungsstift. Wie gesagt, ich habe jetzt keine Sicherung hier drin. Ich lasse die weg. Mir geht die nämlich irgendwann tierisch, oder sie geht mir nach einer Zeit wirklich tierisch auf die Eier. So, jetzt steht hier noch was. Ich lese mir mal das kurz durch. Vielleicht steht ja noch irgendwas Wichtiges. Die haben jetzt gesagt, man kann diese Propfen noch mit Öl reinigen, also beziehungsweise tränken. Das habe ich übrigens als Untergrund genommen, damit, wenn ich hier schlage, ich einen festen Untergrund habe. Die Einheit sitzt aber wieder fest. Wir werden jetzt den Propfen einmal trocken durchschießen und dann mache ich das mit dem Öl. Dafür spannen wir das Gewehr. Wie ihr seht, funktioniert das. Das hat schon mal gut funktioniert, die Reparatur. Stecken unseren Propfen hier rein, der da nicht rein will. Lol, der will da überhaupt nicht rein. Der da null Bock drauf. Okay. Schnellreinigungspropfen für den Arsch, oder wie? So, nachdem wir den Propfen hier reingesteckt haben und zugemacht haben, schaue ich mir jetzt mal das Abzugsgewicht an von unserem Hebel. Ich muss nur gucken, dass ich irgendwo hinballer. Da ist ein Kugelfang. Jetzt gucke ich mal. Ja. Das ist der Vorweg. Funktioniert. Und okay.
hat mir sehr gut gefallen. Das Abzugsgewicht ist sehr leicht. Die Einstellschraube werde ich so lassen. Das gefällt mir richtig gut. Die darf nicht zu weit rein und auch nicht zu weit raus. Und das funktioniert hier wieder hervorragend. Ich guck mal gerade. Ja. Das hat echt super funktioniert. Die Reparatur hat super funktioniert. Und auch hier die Reparatur mit dem Hahn hat super funktioniert. Jetzt wird das Ganze wieder zusammengebaut. Ich werde euch da kurz mitnehmen auf die Reise. Und zwar unseren Schaft. Ich wollte den restlichen Part jetzt nicht einfetten, wenn ich jetzt hier beim Einbau wieder bin. Deswegen habe ich das jetzt eben gerade mal gemacht und nicht vorher. So, das Schaftöl, was ich angewendet habe, ist hier überall gut ins Holz eingezogen. Und ich spüre das sogar noch. Man sieht es auch, dass es schön dunkel geworden ist. Hier an der Stelle, wo es so weiß ist, bin ich nicht rangekommen. Aber ihr seht, sonst hat das Schaftöl überall seinen Zweck erreicht. Sehr gut. Jetzt setzen wir das Gewehr wieder rein. Vorsichtig. Vorsichtig. Ja. Hat gut funktioniert. Und nehmen jetzt erstmal hier unsere Ösenschraube, die ich extra besorgt habe. Und gucken, ob die hier greift. Ich hoffe es. Ja. Nice. Nice. Sie greift. Und zwar ohne Probleme. Ohne Probleme. Oh, geil. Da gebe ich euch gleich einen Tipp zu der Ösenschraube. Das heißt, unsere Schaftschraube können wir weglassen. Sehr geil. Jetzt nehmen wir hier unseren Metallschlitten und setzen den auch wieder vorsichtig rein, ohne Schrauben raus. Und vorsichtig die Sachen wieder reindrehen. Benutzt hier wieder einen ordentlichen Schraubendreher. Nichts, womit ihr eure Schrauben ausnudelt. Und haltet auch immer euren Schraubenzieher. Ich gebe euch so einen Tipp, haltet den immer so ein bisschen fest, dass euch die Schraube nicht abhauen oder der Schraubenzieher euch nicht abhauen kann. Weil es wäre doch wirklich sehr ärgerlich, wenn ihr euch hier ins Metall oder ins Holz eine Magge reinmacht. Weil dafür ist das Holz wirklich sehr, sehr, sehr schön gearbeitet. Ich lege mal kurz das Tuch doppelt, damit das hier ordentlich liegt. Und jetzt ziehen wir hier ganz vorsichtig die Schrauben an. Hier mache ich ein bisschen mit Kraft, weil das Ganze gut im Holz da sitzen soll hier. Na, hier werde ich mal noch einen größeren Schraubendreher nehmen, damit die Schraube hier das auch mitmacht. Ja, sehr gut. So, das sieht gut aus. Jetzt kümmern wir uns kurz hier um die Schaftschraube. Und das ist jetzt ein Geheimtipp für euch. Na, kriege ich das noch einmal fest? Ja. Schön gerade ziehen, die Schraube. Zack. Und jetzt habt ihr nämlich eure Schaftschraube getauscht gegen die mit der, ja, mit dem Loch. Und jetzt könnt ihr nämlich, das zeige ich euch, eure HW35 mit einem Stativ ausstatten. Und zwar kostet diese Schraube bei Schlottmann 18 Euro und ist eigentlich für die HW77 gedacht. Aber ich habe mir die Maße ausgemessen und habe gemerkt, er hat sie einen Tick kleiner gemacht als unsere Originalschraube, aber nur minimal. Wir haben trotzdem noch genug Gewinde, dass das hier fest drinne sitzt. Und haben auch genug Platz. Halt, bleib hier, kipp mir nicht um. Und jetzt können wir nämlich ein Zweibein installieren. Denn ich erzähle euch eine kleine Vorgeschichte. Herr Schlottmann bietet nämlich ein Zweibein für die HW35 an. Für HW35 Zweibein. Mit Montagematerial anscheinend 75 Euro. Es geht nicht günstiger. 75 Euro. Und dann habe ich diese Riemöse gesehen, die eigentlich nur fürs... Oh, warte mal, vielleicht habe ich mich sogar vertan. Ich habe mich sogar vertan. Die Riemöse ist nämlich eigentlich fürs HW100 gedacht. Aber die Schraube ist genau 6 mm und 15 mm lang. Wir brauchen aber theoretisch, ich habe das genau nachgemessen, wir brauchen
von Anfang bis Ende ca. 17, fast 18 mm. Wir haben jetzt nur 15. Das heißt, uns fehlen so ein paar Gewinde. Es sind genau gesagt eigentlich nur zwei Gewindegänge. Zwei Gewindegänge fehlen uns. Und zwei Gewindegänge geht aber noch absolut in Ordnung. Das ist wirklich noch in Ordnung. Und die Schraube kostet hier nämlich nur 18,95. Und dann holt ihr euch nämlich ein Zweibein. Das habe ich jetzt hier von Amazon. Mit so diversen Adaptern. Das Gute an diesem Stativ ist, das ist so eine, ja, da gibt es so einen Namen für die Aufhängungsart. Ich glaube Scotty oder so. Ich bin mir gar nicht so sicher. Und da haben wir nämlich jetzt hier die Möglichkeit, das durchzuführen. Zapsadaps. Na, komm da durch. Und können das jetzt hier anbringen, indem wir den rausdrehen. Die beiden Klammern, die wir da haben, seht ihr die? Die greifen jetzt hier rein. Keine Angst, das Stativ selber hat hier rechts und links dicke Gummibacken, die aufs Holz drücken. Das heißt, euer Holz wird hier nicht zerkratzt. Lassen jetzt hier unser Zweibein eingreifen. So, jetzt wartet. Jetzt muss er da auf der anderen Seite auch noch rein. Ist er drinne? Moment, ich gucke. Ja, ist drinne. Und jetzt ziehen wir es einfach an der Rändelmutter fest. Zack. Und schon habt ihr, tada, ein Zweibein an eurer HW35. Wie geil ist das bitte? Wie geil ist das bitte? Und das Zweibein hat nur 25 € gekostet auf Amazon. Ist ein wirklich von der Qualität her wirklich ein echt gutes. Komplett aus Metall. Und jetzt zeige ich euch das Besondere. Seht ihr das hier? Wir haben hier nur so eine kleine Lasche, die leider irgendwie hochgebogen werden muss. Da müssen wir ein bisschen was verändern, aber nur minimal. Und zwar müssen wir den Steg, hat sich jetzt der Verstellmoment, ja, der Verstellwinkel hat sich verändert. Ich biege das mal kurz wieder gerade. So. Und gehe mit den Löchern hier nochmal rein. So. Und jetzt klappt es halt eben in die Richtung ein. So. Ja, ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Wir gucken mal, ob wir laden können. Und ja, wir können laden, ohne dass wir irgendwo gegenkommen. Die Stange hier in der Mitte, die ist noch so ein bisschen gefährlich, aber nee, das ist kein Problem. Wir haben noch Luft genug. Seht ihr? Zwischen Stange und Steg ist noch genug Luft. Ja, und schon habt ihr, tada, nach vorne geklappt. Zack, ein Zweibein. Jetzt ist halt das Problem, will man das so haben? Jetzt kann das natürlich, ja, die Federn sind stramm genug. Ist okay, muss ich sagen. Andersrum hat es mir ein bisschen besser gefallen. Anders montiert. Vielleicht muss ich da nochmal nacharbeiten, aber so ist es einfach die leichteste Methode, ein Zweibein an euren Knicker zu installieren, ohne großartig jetzt noch was dran zu machen und ohne viel Geld auszugeben. Na, wir sind jetzt bei 18,95 € statt 75 und wenn ich jetzt noch das Zweibein hier mit berechne, dann sind wir bei, na gut, bei dem Zweibein waren hier noch Adapter mit bei, wie ihr seht. Die braucht man nicht unbedingt. Ich habe sie mir nur dazu geholt, weil ich dachte, vielleicht irgendwie mal woanders ran basteln oder. Dadurch kostet das Zweibein durch die Adapter 25 €, aber eigentlich kostet das nur 20 € ohne alles. Und dann wären wir so bei 40 € knapp, ne? 39 € statt 75. Ja, was mir gut gefällt jetzt daran ist auf jeden Fall,
dass wir das Zweibein auch einklappen können. Es liegt nah am Schaft, aber kommt nicht ran. Also selbst wenn wir es runterknallen lassen, nicht, weil das Bein hier aufknallt. Bleibt dadurch sehr kompakt noch. Und wir können das Gewehr benutzen und knicken und haben jetzt ein Zweibein. Wie geil ist das denn? In der Höhe auch noch variabel einstellbar, wohlgemerkt. Zack, zack. Und können das jetzt schön hier auf dem Zweibein positionieren. Und man könnte jetzt denken, wenn man jetzt sich ein bisschen nach vorne biegt, dass die Beine einknicken. Aber guck mal, wie stark die Federn sind. Die knicken nicht so leicht ein. Also man hat trotzdem einen vernünftigen Stand, muss ich sagen. Hat einen stabilen Stand und kann jetzt schön mit seiner HW35 hier snipern. Finde ich schon ziemlich geil, wenn ich ehrlich bin. Was mir nicht so gut gefällt, ist das hier mit diesem, ja, mit diesem Ring. Zeige ich mal eben. Und zwar mit dem Ring hier. Das gefällt mir nicht so gut. Weil der ja jetzt auch hier so rumeiert. Er kommt zwar nicht ans Holz ran, aber die Art hier mit dieser Verriegelung-Technik finde ich ein bisschen komisch. Das Ganze ist stabil, das Zweibein hält ohne Probleme jetzt hier dran an der Riemöse, die eigentlich für die HW100 gedacht war, aber es funktioniert. Wunderbar. Zack, zack. Geil. Mega. Das muss ich kurz, das Gewehr mal kurz leer schießen. Und noch mal zeigen, dass das wirklich funktioniert. Es funktioniert einwandfrei. Es kommt hier nicht gegen, auch wenn das so aussieht, aber es kommt da nicht gegen. Vielleicht mache ich mir hier noch einen kleinen Schoner oder ich klopfe das noch mit einem Hammer ein kleines Tickchen hier ran. Aber es kommt nicht gegen. Also es kommt hier nicht gegen oder ich mache mir hier einen Schoner noch ran. Fertig. Ne? Ja. Aber es kommt nicht ran beim Knicken. Funktioniert sehr gut. Ich zeige es auch noch mal. Es sieht zwar so aus, aber es kommt nicht daran. Ja, das war's mit meinem HW, mit meiner HW 35 Reparatur. Das mit dem Hebel und der Stellschraube war, ja, der Hebel war nicht nötig. Das mit der Stellschraube ist ein bisschen blöd gelaufen, weil ich da halt eben den falschen Schraubenzieher benutzt habe und das nervt mich selber tierisch. Man nimmt einfach den richtigen Schraubendreher und dann passiert da auch nichts. Ja, aber dann konnte ich es gleich ummotten in Gold. Ich finde, das sieht richtig schnieke aus. In Gold und ist so eine Personalisierung. Dann mit dem Zweibein, das Upgrade mit dem Zweibein gefällt mir richtig gut. Und das mit minimalistischem Aufwand. Richtig stark. Den Knicker mit Zweibein. Wie geil ist das denn? Ja, das war's. Die Reparatur war erfolgreich. Hat mir echt gut gefallen. Danke, dass ihr dabei wart. Und ich würde sagen, ich pflege jetzt mein Gewehr noch, mache das noch schön sauber, mache wieder mein Scrub drauf und dann kommt das gute Stück wieder in die Tasche. Ich bin froh, dass es wieder heil ist und dass es wirklich wieder so schön aussieht. Das hat mich doch mit dem abgenutzten Trigger hier oder Einstellnibbel hat mich doch wirklich gestört. Ich habe die Sicherung jetzt rausgelassen, weil die mich stört. Es gibt auch günstige Knicker, die haben zum Beispiel keine Sicherung. Deswegen, ich will die nicht haben. Ich will die hier nicht drin haben. Mich stört das einfach immer wieder, den Knopf zu drücken. Und ich bin mir dessen bewusst und auch klar, wie ich das zu benutzen habe. Und deswegen, es wird niemals irgendwie auf Menschen gerichtet sein. Das ist bis jetzt noch nie vorgekommen und wird auch nicht vorkommen. Und daher werde ich hier auch immer aufpassen, dass ich da nie an den Abzug gehe. Es gibt ja Leute, die gehen immer gleich direkt so. Ich gehe immer an meine Pistolen, wenn ich rangehe, immer so ran. Das heißt, nie an den Abdruck oder an den Abzieher. Auch wenn es geladen oder ungeladen ist, gehe ich so ran an die Pistolen. Und erst, wenn ich schießen will und es zum Schuss kommen soll, erst dann gehe ich von der Position in diese Position
Und nur dann bin ich am Trigger. Ansonsten, wenn ich die Waffe anpacke oder transportiere, transportiere ich die Waffe immer so oder so. Ich gehe nie an den Trigger. Nie. Und deswegen ist für mich die Sicherung in meinem Fall unnötig. Ja. Genau. Ansonsten lasst sie einfach drinne. Wie ist das passiert? Wenn ihr den Trigger, also wenn ihr die, den Rekord, die Kassette, wenn ihr die zwei Stifte durchgetrieben habt und die Kassette euch hinten ein bisschen rauskommt, fällt euch das Ganze hier automatisch schon entgegen. Zack. Und dann passt auf, dass die kleine Feder damit bei ist. Und dann fällt euch das Ganze hier schon entgegen. Ich weiß gar nicht, ob man die jetzt so hier reindrücken könnte. Will ich auch nicht ausprobieren. Ne? Die bleibt bei mir einfach weg. Danke fürs Einschalten. Das war's mit dem Video. Ich bin wieder happy, dass meine HW wieder am Start ist. Und ich werde euch jetzt noch so ein schönes Thumbnail hier hinhalten. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Euer Testlaser. Tschüss.